Ja, entsprechend. Was habe ich mir noch überlegt? Eigentlich ist das mit der Rohkost schon eine coole Sache, weil das tatsächlich die meiste Arbeit für den Körper ist, er aber dadurch die Nährstoffe bekommt, die er braucht. Also man kann ja bei Rohkost Obst und Gemüse nehmen, aber dann noch andere Sachen hinzutun, wie Nüsse und Samen und Sprossen. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber es macht Arbeit. Und ich kann jetzt nicht irgendwo in ein Restaurant gehen und Obstsalat essen oder so. Und die machen den sowieso mit viel zu viel Zucker. Also was für eine Alternative habe ich denn noch? Bleibt ja nur, dass ich die Dinge einzeln esse. Also ich sage, okay, zum Frühstück einen Apfel und eine Banane, zum Mittagessen eine Paprika und eine Karotte und eine Gurke. Und zum Abendessen eine Portion Nüsse mit Frischkäse oder Camembert oder was weiß ich, sowas in der Art. Ist übrigens wurscht, ob man zum Mittagessen oder Abendessen viel isst. Das macht gar nichts. Es kommt auf die Gesamtmenge an und den Gesamtverbrauch. Also wenn man jeden Tag eine oder mehr Stunden spazieren geht, dann braucht man sich keine Sorgen machen bei Käse oder sonst irgendwas mit Fett. Fett braucht der Mensch ja auch. Also Fett in Nüssen oder natürlich im Käse. Das ist ideal. Man kann natürlich auch Fleisch essen, aber kann ja wieder nicht zubereiten ohne Küche. Ich habe mir gedacht, ich könnte eigentlich so einen Plan für mich aufstellen, so einen Finanzplan, dass ich für Essen und Trinken am Tag 5 Euro ausgeben darf. Sprich, ich müsste dann wirklich auf Kaffee verzichten. Ein Kaffee kostet 3 Euro. Dann hätte ich nur noch 2 Euro zum Essen, das ist ein bisschen wenig. Ich müsste dann mal im Supermarkt gucken, was denn die Sachen so kosten, die ich gerne esse und die auch satt machen. Also wenn ich dann keine Kohlenhydrate mehr esse, dann sind es halt hauptsächlich die Nüsse. Und da muss ich halt gucken, welche am günstigsten sind. Ich glaube, die Erdnüsse. Kann aber auch sein, dass Haselnüsse auch genauso günstig sind. Muss ich auch mal vergleichen. Aber ich glaube, die Erdnüsse sind am günstigsten. Und ja, also Nüsse. Und dann halt gucken, wie viele Nüsse im Vergleich zu Obst und Gemüse. Und dann, wenn ich mir sicher bin, dass ich das Zeug auf die Tage verteilen kann und ich sage, oh, jetzt habe ich da 3 Dosen Mandarinen, jetzt esse ich alle 3. Nein, ich muss dann halt auch echt diszipliniert sein, was ich bisher nicht so war, weil ist halt da, kann man essen. Ja, und die anderen Sachen, mein Gott, erstens haben die nicht viel Kalorien und zweitens kosten die nicht viel. Also sowas hier so Mais, Erbsen, Gemüse, das ist spottbillig. Ich glaube, da kostet eine Dose 30 Cent oder so. Dann, was weiß ich, ein echter Apfel, eine echte Banane ist natürlich teurer, als wenn man irgendeine Dose nimmt. Komischerweise, weil ich meine, eine Dose ist ja auch noch Verpackungsmaterial und das Ganze wurde verarbeitet. Das ist einfach viel aufwendiger. Aber gut. Also vielleicht eine frische Mahlzeit, sowas wie Obst oder Gemüse frisch. Und eine Dosenmahlzeit, so wie Mais in der Dose, Mandarinen in der Dose und eine mit Nüssen und Käse. Und da halt so viel wie möglich variieren, dass es nicht langweilig wird. Das könnte so der Plan sein. Und dann mal gucken, wie man da mit 5 Euro hinkommt. Also wenn man mal Nüsse hat, die teurer sind, müsste man halt am nächsten Tag vielleicht dann billige Nüsse nehmen, um das auszugleichen. Oder von den teuren Nüssen weniger, dass man auf die gleiche Menge kommt. Die Frage ist dann noch, wie ich das umrechne, weil ich habe ja keine Waage. Aber gut, da muss ich mal dann Pi mal Daumen oder so. Das wird ein Desaster, ich und Pi mal Daumen. Ja, aber ich fahre dann heute zum Rewe oder Edeka. Das sind halt meine Schleichwerbung. Weil ich da halt auch Punkte bekomme. Und weil ich da die Sachen bekomme, die mir schmecken. Und Bio und alles. Und echtes Bio. Jetzt nicht so, ja, wir haben da den Bio-Stempel drauf, aber in echt ist es halt nur 40% Bio.
weil das das Gesetz so vorschreibt. Genau, das heißt, ich gucke jetzt mal, wo dieser nächste Rewe oder Edeka in die Richtung, die ich sowieso muss, ist. Und dann kann ich mal durchgucken, was ich da für 5 Euro am Tag essen könnte. Und dann muss ich halt so einkaufen, dass ich mir das so einteilen kann. Oh, das inklusive Wasser. Also ich weiß nicht, was ein solches Wasser kostet, aber ich brauche eineinhalb von denen. Das sind 1,5 Liter. 2 Liter brauche ich mindestens, manchmal 3. 2 solche Flaschen und eine 60 Cent kostet, sind auch 1,20. Die nur noch 3,80 für das Essen. Es ist hart. Aber ich glaube, das ist so ungefähr das, was man als Hartz-IV-Empfänger für Essen ausgeben kann. Insofern ist es vielleicht auch für andere Leute interessant, diese Versuchsreihe. Einfach für Leute, die jetzt zum Beispiel einen Job verloren haben und nur ein Jahr Arbeitslosengeld bekommen oder die vorher schon irgendwie auf 450-Euro-Basis Jobbasis gearbeitet haben und jetzt auch nicht besser dran sind. Oder für Selbstständige, die gerade irgendwie nicht arbeiten dürfen und einen Haufen Umsatz verloren haben. Das ist für alle möglichen Leute interessant. Was kostet es eigentlich im Auto zu leben und was kostet es? Wie kann man eigentlich mit 5 Euro am Tag leben? Das ist, denke ich mal, ganz interessant. Also damit fange ich heute an. Sie haben gerade im Radio gesagt, man darf jetzt theoretisch zu Verwandten fahren, ohne eine Ordnungswidrigkeit zu begehen und bei denen übernachten, weil es in den nächsten Tagen so arschkalt wird. Wow. Was nützt mir das? Ich habe hier keine Verwandten. Darf ich meinen Motor laufen lassen, falls es kalt ist? Kann mir jemand 5 bis 6 weitere Decken leihen? Passen die überhaupt noch unter die Decke? So, also ich bin ja echt gespannt, ob das funktioniert. Ich habe jetzt 35,32 ausgegeben. Das sind also bei 7 Tagen 5 Euro pro Tag. Und ich habe das hier eingekauft. Und ich habe mir gedacht, anstatt jetzt dieses Wasser mit Geschmack zu kaufen, könnte ich mal versuchen, in den Tankstellen einfach zu fragen, kann man bei euch für 50 Cent auf Toilette und bekommt ein heißes Wasser, was ich dann vermutlich in einem Einwegbecher bekomme, weil man keine Mehrwegbecher hergeben darf. Aber ja, versuchen kann man es ja. Und dann, wenn ich dieses heiße Wasser habe, dann Himbeertee. Ja, ich habe meinen Denkfehler gerade bemerkt. Ich brauche dann nochmal 50 Cent mehr pro Tasse Tee. Das ist natürlich too much. Dann muss das irgendwie anders funktionieren. Vielleicht ab und zu so als Luxus ein heißes Wasser, aber ansonsten normalerweise kaltes Wasser. Und es gibt öffentliche Toiletten, die noch offen sind, also nichts bezahlt. Und da könnte ich mir eine Flasche auffüllen, aber ich habe, glaube ich, keine kleine Flasche, ich habe nur große. Also muss ich hoffen, dass das Waschbecken tief genug ist, dass ich die Flasche da auffüllen kann. Oder ich müsste mir noch, aber wo soll ich einen Filter herbekommen? Filter. In einem großen Rewe oder Edeka. Weil die ganzen normalen Läden, wo man sowas kriegt, Teddy oder so, haben ja nicht offen. Also ein großer Edeka, ein großer Rewe vielleicht, wo man einen Filter kaufen kann. Die neuen Nüsse sind Walnusskerne und noch andere Nüsse, die ich jetzt gerade nicht sehe. Und Tees habe ich Himbeer-Waldmeister, Apfel-Vanille und
Sweet Chai. Ich habe mal irgendwo einen Chai-Tee getrunken und hatte das Gefühl, der hat so einen Schaum wie eine Latte Macchiato. Vielleicht ist das hier ein adäquater Ersatz. Wer weiß. So. Ich plane morgens einen Apfel zu essen und dazu noch ein anderes Stück Obst. Einmal habe ich eine Orange und eine Banane. Und ansonsten habe ich noch Dosenobst. Ja, also. Schwierig, das nach Kategorien zu ordnen, während man das raustut. Also Dosenobst habe ich, Mandarinenorangen, Aprikosen, Ananas, Apfelmus, Mangos und Williams Christbirnen. Also Frühstück ist Obst, eine Hälfte frisch, ein Apfel oder eine Banane oder eine Orange, die andere Hälfte nicht frisch, Dosenobst. Mittagessen. Also Mittagessen, da bin ich sowieso sehr oft beschäftigt mit Unterricht und Wandern und bla, und da passe ich gar nicht so auf. Deswegen da auf jeden Fall einfach nur ein bisschen Gemüse. Ich habe frisches Gemüse, Snackmöhren und Kohlrabi und eingelegtes Gemüse, Brechbohnen und Champignonköpfe. Möhrchen. Oh, Himbeeren sind noch fürs Frühstück. So viel zu den Kategorien. Ah, und da sind die anderen Nüsse. Genau. Die Haselnüsse. So, und die Nüsse möchte ich am Abend essen und immer zusammen mit Käse. Den Käse muss ich mir auf 7 Tage aufteilen. Und ich habe 3 Weichkäse. Das ist ein Weichkäse von Edeka, einer von Weinstephan und einer von Andexer. Und dann habe ich auch Käsewürfel, die von Grünländer, sind 2 Boxen. Und die von Edeka, die gut und günstig Butterkäse und Emmentaler. So. Ich habe super geschlafen. Die Polizei hat mich gestern Abend ja kontrolliert. Die waren hier mit so einem, sowas wie ein Landcruiser, so ein Riesenteil. Und haben dann gefragt, ja, warum sind Sie hier? Ja, ich lebe im Auto. Ich lebe im Auto. Und warum leben Sie im Auto? Ich mache einen Wanderführer Wirte am Wasser und da bin ich jeden Monat in einem anderen Gebiet. Könnt ihr mal die Papiere sehen? Und dann am Ende, dann viel Glück für Ihr Buch. Total nett. Ja, und hier in der Nähe ist diese Schleuse, wo ich gestern spazieren war. Und da gehe ich jetzt wieder hin. Und die Straße da ist sauglatt. Das ist der Hammer. Und die. Es geht. Teilweise die untere Seite von der Schleuse.